Die Gemeinde St. Marien feierte am 17. März 20 Jahre gesunde Gemeinde mit einem tollen Kabarett von Isabella Woldrich. Da war ein voller Veranstaltungssaal garantiert. Gerold Schisser, von der ersten Stunde an Arbeitskreisleiter der gesunden Gemeinde, stellte eine Broschüre vor. In dieser Broschüre wollte man eigentlich in erster Linie Bilder zeigen, was sich in den ganzen 20 Jahren gegeben hat. Unsere gesunde Gemeinde ist eine sehr innovative gesunde Gemeinde. Man kann auch am Land Oberösterreich mitarbeiten und auch da kreativ sein. Wie empfindest du das? Was ist für St. Marien die beste Idee jemals gewesen? Die beste Idee, finde ich, war, dass wir in allen drei Ortsteilen einen Defi haben. Die sind jeweils in St. Marien in der Raiffeisenkasse im Foyerbereich und bei der Raiffeisenkasse in Weichstetten im Foyerbereich und auch in Nöstelbach unten in der Sparkasse auch im Foyerbereich, aber jederzeit zugänglich. Bürgermeister Helmut Tempel konnte zahlreiche Ehrengäste zu dieser Feier begrüßen. Er strahlte vor Begeisterung und ist stolz auf den Arbeitskreis Gesunde Gemeinde. Ja, man kann stolz sein. Gerold Schisser ist seit 20 Jahren, da war er bei der Geburtsstunde schon dabei, gemeinsam mit Dr. Fadrus und Dr. Aufreiter und Vizebürgermeister Rempelbauer. Die waren dazumals die Gründungsväter der Aktion Gesunde Gemeinde. Gerold Schisser hat sich dazumals bereit erklärt, diesen Arbeitskreis zu führen, bis heute. Gott sei Dank, weil er bringt immer wieder neue Ideen ein, neue Veranstaltungen und Vorträge und das wird sehr gerne angenommen von der Bevölkerung, da kann man als Bürgermeister nur stolz darauf sein. Herr Gmeiner, gesunde Gemeinde, noch aktuell? Gesunde Gemeinde ist sehr aktuell. Es finden sich in den oberösterreichischen Gemeinden viele Menschen, die sich engagieren für die Gesundheit ihren Gemeinden, tolle Programme machen und ihre Mitbürger mitreißen, daher nach wie vor aktuell. Ja, wir sind die quasi im Außendienst tätig sind und immer mit den Gemeinden in Kontakt stehen, also auch persönlich. Wir kommen auch öfter vorbei zu den Arbeitskreissitzungen und unterstützen einfach da die gesunden Gemeinden. Manches Mal auch ein bisschen bei der Ideenfindung, wenn sie ein bestimmtes Thema in Form von Aktivitäten anbieten wollen. Wir können Referenten natürlich auch für die gesunden Gemeinden finden und wir sind letztlich Ansprechpartner für alle organisatorischen Fragen rund um die gesunde Gemeinde. Ich bin dankbar dafür, dass der Herr Schisser das damals übernommen hat und sehr gut geführt hat. Ich freue mich total, dass ich da sein darf zu dieser wunderschönen Feier. Das ist ein Wahnsinn, 20 Jahre gesunde Gemeinde, ich bin ganz begeistert. Ich weiß ja das nur im. Isabella erklärte gleich zu Beginn die Handhabung des von ihr mitgebrachten Pfeifferl. So konnte sich das Publikum einfach bemerkbar machen. Und wenn Sie aber wegkennen aus Rohrbach, ja, wo Sie sich denken, das stimmt, bei denen ist das wirklich so. Dann nehmen Sie dieses Pfeifchen, spitzen Ihre Lippen, circa so, und blasen so hinein. Okay? Machen wir das einmal alle gemeinsam. Blasen Sie einmal alle in das Pfeifchen. Nur für den Fall, ja, wenn Sie es schon geschafft haben, meine Anastase. Ja? Wenn ich was sage und Sie wollen so lächeln, gell? Oder gar pfeifen. Und Sie kriegen dann von der Seite an so einen Spitz, okay? So, oder Pfeif, Pfeif, oder Pfeif, Nägel, oder das, oder sonst irgendwas. Dann sitzen Sie sich einfach woanders. Okay? Dann das Platz tauschen, irgendein anderes sicher auch verzweifelt und sucht einen anderen Platz. Ja, also ich habe da Verständnis. Schauen Sie, dass wer dazwischen sitzt. Im Kabarett ging es um Beziehungsthemen und wie man mit einfachen Worten das Verhältnis Mann-Frau oder umgekehrt verbessern kann. Themen einfach aus dem Leben gegriffen. Aufgrund meiner vielen Praxiserfahrungen habe ich einfach zusammengeschrieben, was immer wieder die Themen waren und dann habe ich ein Buch draus gemacht und das habe ich vorgelesen und irgendwann ist das ein Kabarett geworden. Es ist passiert. Bücher waren ja vor dem Kabarett und die sind aus der Praxis heraus entstanden. Ich habe Beziehungsberatung gemacht und habe mir immer gedacht, warum kommen die immer mit den gleichen Themen? Die Frauen beschweren sich über die Männer, die Männer beschweren sich über die Frauen, immer wieder die gleichen Themen. Er geht fort, sie putzt die ganze Zeit, er ist so unsensibel, er hört mir nicht zu, lauter so Sachen. Und dann habe ich mir das angeschaut und habe mir gedacht, man kann so viel verändern, wenn man sich selbst verändert. Das ist wie beim Mobile. Wir Frauen, wir spüren viel schneller, wenn uns was angeht und uns geht aber auch viel schneller was an. Ja, nein, das muss man fairerweise dazu sagen. Ja, okay. Also, das heißt nicht, dass die Männer nicht leiden würden. Nein. Männer leiden genauso. Aber die merken es nicht. Und dann stehen uns da. Ne? Und wie am Fußballplatz sehen wir sie irgendwann. Das ist so schwierig. Das darf man nicht machen.
Knochen. Nein, da trauen sie sich nicht mehr heimkommen. Nein, also das geht auch bodenschonender. Ja. Wie man das bodenschonender gestalten könnte, schauen wir uns dann im zweiten Teil an. Ja. Da schauen wir uns dann an, wie eben Männer dazu beitragen können, dass wir überhaupt nicht auf die Idee kommen, ja, dass wir auf die Zoonosis zugreifen, ja, aber eben auch, wie eben Männer, wie eben wir Frauen anders das machen können. Ja, ein bisschen bodenschonender. Ich wünsche Ihnen eine schöne Pause. In der Pause haben wir noch zwei Damen von St. Marien über die gesunde Gemeinde gefragt. Ja, ich bin Leiterin in Weichstetten. Das ist ein Ortsteil von St. Marien. Wir sind seit vielen Jahren aktiv in der gesunden Gemeinde eingebunden. Wir sind alle drei Kindergärten und alle Grappelstuben gesunde Kindergärten. Wir sind beim Netzwerk gesunder Kindergarten dabei, bekommen auch von gesunden Küchen unser Mittagessen. Ja, gesunde Gemeinde ist Gott sei Dank seit 20 Jahren ein wesentlicher Partner für uns als Gemeinde, die einfach im Bereich des Sports, im Bereich der gesunden Ernährung ein wesentliche Arbeit leisten. Man merkt, sie sind sehr aktiv. Es ist ein wahnsinnig großer Arbeitskreis, der da dahinter steht. Viele Ehrenamtliche, die da mitarbeiten. In dem Sinn bin ich als Kulturschutzobfrau sehr dankbar, dass es genug fitte und aktive Leute gibt, die in dem Bereich was arbeiten und ich nicht so ganz so fit sein muss selber. Ganz Österreich hat das Sockenthema. Jetzt haben wir gedacht, warum ist das so? Warum lassen bitte die Männer ihre Socken übereinander legen? Also ich glaube, die markieren. Einerseits sicher aus Revierverhalten, ja, aber zum Teil auch als passiv-aggressiven Widerstand. Ja? Und zwar gegen unsere ständigen Versuche, dass wir sie dazu zwingen, im Sitzen zu pinkeln. Und was reden sie so leicht? Also, sitzt die, das ist so crazy. Was reden sie so leicht? Wir wissen gar nicht, was wir denen antun. Das redet sich so. Immer bei den neuen Züchtungen ist das eh schon normal. Ja, die sitzen sich freiwillig hin, ja, das ist in Ordnung. Ja. Die ganzen Leute, die wissen ja schon gar nicht mehr, dass man stehen auch gehabt hat. Es gibt da bei uns in Schwerbeck zum Beispiel, ja, vielleicht auch in Rohrbach, gibt es noch so diese passionierten Stebbäcker. Ja. Ich kenne Männer, die kommen heim, ja, machen die Haustür auf, gehen durchs Wohnzimmer, machen zwei Veranda die auf und schiffen in Garten. Am besten freiwillig. Der Duft der Freiheit weht ihnen um die Nase. Und am allerschönsten ist im Winter. Ja, weil dann können sie Schneeberge zum Schmelzen. Wenn sie so da stehen, so. Ich kann einen Schneeberg zum Schmelzen bringen. Ich habe die Macht! Und wenn ich fertig bin, unterschreibe ich beim Namen. Wie hat euch der Abend heute gefallen und habt ihr irgendwelche neuen Erkenntnisse daraus gewonnen? Der Abend war sehr schön. Und nach 30 Jahren haben wir die Erkenntnisse schon gehabt. Ja, es war lustig, teilweise ein bisschen gewagt, sage ich, aber war ganz nett. Ich habe mich eigentlich ein paar Mal ertappt, werde mein Verhalten nicht sehr viel verändern, vielleicht ein bisschen überdenken, aber es war ein ausgesprochen gelungener Abend. Ja, natürlich, also wirklich, ich habe mitgeschrieben und werde natürlich viel verbessern jetzt. Ich werde meinen Mann mehr loben. Gibt es einen einfachen Tipp für einen Mann, dass er Beziehungen retten kann oder verbessern kann? Einfache Tipps gibt es nie, aber es gibt grundsätzlich, Wertschätzung ist ein ganz wesentliches Thema, nämlich für beide. Nur das Spannende ist, Männer und Frauen verstehen Wertschätzung unterschiedlich. Ja? Und drum, wenn der Mann jetzt sagt, oh, das hast du toll gemacht, das ist für uns Frauen keine Wertschätzung. Aber du bist eine wunderschöne Frau und ich liebe dich, das ist für uns Wertschätzung. Umgekehrterweise bringt es ein Mann, wenn sie sagt, ah, ich liebe dich, ja, das ist nett, aber wenn sie sagt, bah, ohne dich wäre ich nichts, weil du hast das so toll gemacht. Das ist dann für einen Mann die Wertschätzung. Ja, liebe Zuseher, versuchen wir uns zu ändern. Vielleicht geht es dann leichter.